Nicht so eilig, Kumpel. Ist das da dein Name auf der Jacke, hä? Kay Hansen? Ich glaube, der braucht eine kleine Abkühlung. Er braucht ein Bad, der stinkt nach Kuhmist. Gar keine üble Idee. Was hältst du davon, du Mistkerl? Du verdammter Penner, du! Wollen Sie vielleicht irgendwas trinken? Man schlägt vor, dass man äußerst vorsichtig mit ihm umgehen soll. Ruckers. Sie sagen, dass Sie gefährlich sind. Sind Sie das? Linda Blair. Seit dem Exorzisten ist sie ein Superstar. Und Dirk Benedict, der als Ruckers in den USA berühmt wurde. Dort hat er kämpfen gelernt. Hast du das gesehen? Ich verlange, dass du rauskommst und mir deine Version von der Geschichte erzählst. Das wäre sehr viel einfacher für uns beide. Man hat ihm beigebracht, mit bloßen Händen zu töten, wenn es sein muss, in 6 Sekunden. Er hat es nicht verlernt. Ruckers. Ich will meinen Plan morgen früh in die Tat umsetzen. Seid ihr dabei? Okay, ich mach mit. Geht in Ordnung. Jetzt schnapp ich ihn mir. Ich brauche meine einzige Kugel. Ruckers ist überall. Und überall kämpft er, wie in alten Tagen. Wir haben eben den Truck aus dem Fluss geborgen, aber er war nicht drin. Die Türen waren zu und die Fenster waren hochgekurbelt. Ist unmöglich, dass er rausgeschleudert wurde. Hast du irgendjemanden gesehen? Nun ja, ich habe gerade dem Mann, den ihr sucht, etwas zu frühstücken gegeben. Du hast was? Er war in der psychiatrischen Abteilung im Armeehospital in Mobile. Sieht so aus, als hätte er eine Menge durchgemacht in Vietnam. Das hat er. Und der Kampf geht weiter. Ich danke dir. Wofür denn? Dafür, dass mir das Leben wieder Spaß macht. Ich weiß, dass dieses Durcheinander nicht ihre Schuld war. Dieser Kyle muss ein verdammt harter Mann sein. Wenn man versucht, mich einzusperren, dann drehe ich durch. Ruckers. Nach dem großen Erfolg in den USA endlich bei uns im Kino. Mit Linda Blair und Dirk Benedict.